Die Geschichte, welche ich euch jetzt erzählen werde, passierte im Dezember an einer sehr stürmischen, dunklen Nacht. Draußen war ein extrem heftiger Schneesturm. Ich lag auf dem Sofa in meinem Wohnzimmer und schaute einen Film im Fernsehen an. Draußen stürmte es wie verrückt und ich konnte den Wind hören. Doch auf einmal konnte ich etwas anderes hören. Es hörte sich an, wie wenn etwas über meinen Holzboden in der Küche kratzen würde. Ich war anfangs etwas verwirrt und war mir nicht ganz sicher, ob ich mir das Ganze nur eingebildet hatte. Doch dann hörte ich es wieder. Leichtes Schleifen oder auch Kratzen über den Boden. Ich hörte es nicht relativ laut, aber beschloss, in die Küche zu gehen, um nachzuschauen. Man muss dazu sagen, ich lebte alleine. Ich nahm meine Fernbedienung in die Hand, als eine Art Waffe, um mich zu verteidigen, falls ein Einbrecher bei mir zu Hause ist. Ich lief in die Küche, machte das Licht an und konnte sehen, dass die gesamte Packung meines Müslis auf dem Boden verstreut lag. Ich schaute mich um und war extrem verwirrt. Ich war der festen Überzeugung, ich hatte die Packung in einem Schrank drin. Wie zum Teufel war es möglich, dass die gesamte Packung verstreut auf meinem Küchenboden lag? Ich war schon sehr müde und dachte mir nicht mehr viel dabei und fing an, alles einzuräumen. Ich schippte das gesamte Müsli zusammen und kippte es wieder zurück in die Packung. Während ich dabei war, das Müsli wieder in die Packung zu schippen, konnte ich auf einmal hinter mir ein Geräusch hören. Kennt ihr dieses Knarzen, wenn man über Holzboden läuft? Genau dieses Geräusch hörte ich in diesem Moment hinter mir. Ich drehte mich um, doch konnte nichts erkennen. Spielt mir meine Fantasie jetzt einen Streich? Ich wusste nicht, ob ich es wirklich gehört hatte oder das Ganze nur davon kam, dass ich extrem müde war. Ich schaute mich um, konnte nichts sehen und ich hörte auch nichts mehr. Nachdem ich alles sauber gemacht hatte, ging ich zurück ins Wohnzimmer und legte mich wieder aufs Sofa, um meinen Film weiterzuschauen. Ab dem Punkt kann ich mich nicht mehr erinnern, was passiert ist. Ich weiß nur, dass ich circa 2 Stunden später im Wohnzimmer wach wurde. Ich muss wohl eingeschlafen sein. Doch ich wurde nicht von alleine wach, sondern von einem sehr lauten, dumpfen Knall. Ich schreckte auf, schaute auf die Uhr. Es sind circa 2 Stunden vergangen. Habe ich diesen Knall jetzt wirklich gehört? Oder war das nur in einem Traum? Ich war hundemüde, machte den Fernseher aus, packte mein Handy und ging nach oben in mein Schlafzimmer. Ich legte mich ins Bett und schlief ein. Als ich am nächsten Morgen wach wurde, ging es mir extrem schlecht. Ich fühlte mich schrecklich. Es fühlte sich an wie der schlimmste Kater, den man nach dem Partymachen haben kann. Ich schaute nach draußen. Draußen war immer noch der Schneesturm. An diesem Tag hatte ich nicht vor, das Bett zu verlassen. Das Einzige, was ich tat, war mir einen Eimer zu holen, falls ich spucken müsste. Ich lag also in meinem Bett und schaute Fernsehen, da ich oben in meinem Zimmer ebenfalls einen Fernseher hatte. Nach einer Weile konnte ich Schritte hören. Ich hörte die Schritte direkt über mir. Sie kamen vom Dachboden. Ich bekam Angst, nahm meinen Baseballschläger, welchen ich unter meinem Bett hatte, und machte mich in Richtung Dachboden. Ich stand direkt unter dem Dachboden und zog an der Schnur, um die Leiter herunterzulassen. Langsam schlich ich nach oben auf den dunklen Dachboden. Ich stand oben und schaute mich ein wenig um, konnte aber außer Gerümpel nichts erkennen. Ich muss ehrlich sagen, ich bekam Angst, weswegen ich auch wieder runterging und die Treppe wieder nach oben drückte. Den ganzen Tag passierte gar nichts mehr, doch dann passierte es in derselben Nacht. Ich wurde wach, weil ich wieder Geräusche über mir auf dem Dachboden hörte. In diesem Moment war mir immer noch kotzübel, doch ich beschloss dennoch aufzustehen und wieder nachzuschauen, was denn da oben sei. Wieder nahm ich meinen Baseballschläger in die Hand, mein Handylicht, ging die Treppe hoch und starrte in den dunklen Dachboden. Doch bevor ich das Licht überhaupt anmachen konnte, hörte ich etwas, was mir bis heute noch Gänsehaut beschafft und mich in Angst und Schrecken ließ. Ein Kinderlachen, wie aus dem Nichts, aus der hinteren Ecke des Dachbodens. In diesem Moment rutschte mir das Herz in die Hose. Ich glaube, mir ging es noch nie so schlecht. Ich war total in Panik, rannte die Treppe nach unten. Beim Runterrennen der Treppe stürzte ich beinahe. Ich schaffte es nicht mal mehr, die Treppe nach oben zu drücken, sondern rannte direkt aus dem Haus raus in den Schneesturm. Ich rief meine Eltern an und mein Vater kam relativ schnell zu mir nach Hause.
Ich wartete draußen auf ihn und wir gingen gemeinsam rein. Wir konnten nichts hören und nichts finden. Seit diesem Tag an ist nie wieder etwas in meiner Wohnung passiert. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass ich an diesem Tag etwas Paranormales erlebt habe.